Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück im Resort. So, im letzten Part haben wir den Fluss hier fertig bekommen. Jetzt werden wir den noch ein bisschen dekorieren und weiter am Kugelhege bauen. Du hast gerade voll gegrunzt, voll laut. Ich glaube, ich habe das etwas zu laut. So, genau. Dekorieren. Gucken wir mal, ob wir den Baum zum Wachsen überreden können. Der ist sehr nah an der Gehegewand, ne? Ah ja, okay. Aber es passt gut. Das ist okay. Da kommt jetzt noch das Zuckerrohr mit hin. Dann würde ich ganz gerne da ein bisschen was machen. Hier. Da drinnen auch. Nur nicht. Ja, doch, so ist gut. So ist gut. Nur nicht zu viel, ne? Also, das darf jetzt nicht überall im Fluss bewachsen sein. Ich glaube, dann sieht das Ganze dann irgendwie auch wieder doof und unglaubwürdig aus. Ja, so ist gut. Ich glaube, ach, das ist wirklich toll geworden. Das sieht nett aus. Sieht richtig nett aus. Doch, gefällt mir gut. Ich bin zufrieden. Okay, das Stück hier außen machen wir dann, wenn wir mit der Gehegeumrandung weiter sind, denn ich glaube, so bringt uns das jetzt gerade wenig. Ach, siehst du, hier. Wo war das noch nicht fertig bei den Schweinen da, ne? Ja, beinahe vergessen. Machen wir jetzt eben schnell fertig hier. So, fertig. Ist das da hinten auch? Das sieht irgendwie nicht fertig aus. Das hier ist unfertig. Das müssen wir dann noch irgendwie mit dem Dach integrieren. Aber das kriegen wir dann schon hin, wenn es soweit ist. So, okay. Ein bisschen Glas holen. Hallo. Ja, hallo. Ja, ihr bleibt trotzdem hier. Ihr rennt mir immer vor die Füße. So, das haben wir auch. Ich nehme mal das Glas mit. Was brauchen wir denn jetzt noch? Das ist jetzt die Frage hier. Also die Brücke können wir ja nicht aus Stein machen. Beziehungsweise aus Pfad, meine ich natürlich. Die müsste ja schon aus irgendwas anderem sein. Man könnte Steinplatten nehmen. Das fände ich ganz schön. Ja, ich glaube, das fände ich ganz schön. Also so, ne? Das doch finde ich nett. Das nehmen wir mal. Versuchen wir mal. Habe ich da nicht auch noch ein paar von hier irgendwo? Ja. Da oben. Da sind auch noch ein paar. Okay, nehmen wir mit. Jetzt ist die Frage, Fichtenholz? Ne, Fichtenholz finde ich hier unangebracht. Schwarzeiche nehmen wir. Ich nehme mal alles so mit, was ich so an Schwarzeiche hier rumfahren habe. Das jetzt nicht unbedingt, obwohl kann man auch schon mal mitnehmen. Vielleicht brauchen wir das nochmal. Und hier, die nehmen wir auch mit. Und vielleicht ein paar Schwarzeichensetzlinge. Ach, nehmen wir einfach alle mit. Denn, die sollen jetzt eigentlich da bleiben, die beiden Bäume. Dann pflanzen wir uns schnell nochmal welche, dass wir ein bisschen Schwarzeichenholz bekommen. Das würde ich hier außerhalb des Kuhgeheges machen. So. Okay, können die erstmal wachsen. Das, aber wir kümmern uns jetzt erstmal um die Brücke, würde ich sagen. So. Wir brauchen ja auch noch einen Pflegeeingang, ne? Den machen wir da vorne irgendwo rein. So, also die Brücke. Ist die Frage, machen wir die 5 breit, dass wir mit einer Fünfer Breite laufen, also im Gehege laufen können?
Oder machen wir die auf drei schmal? Na, ich glaube, ich würde die fast auf der Breite lassen. Das Problem ist nur, dass man natürlich dann wiederum, wir brauchen ja eine Dings, ne? Eine Seitenabsperrung. Also, es muss schon auf drei verkürzt werden, weil sonst kriegen wir das nicht ordentlich hin. Ja, die Seiten, wie machen wir die? Die würde ich gerne aus Holz machen. Wie kriegt man das denn noch hin, dass die dieses Umrandete haben? Das waren das vier? Ja. Das wäre vielleicht hier eine Möglichkeit, ne? Dass man das so macht. Ja, okay, ich würde dann vielleicht ein bisschen weiter reingehen. Also hier ansetzen. So. Genau. Ja, und dann. Die Art. Jetzt ist die Frage, wie machen wir das? Sollte ja schon alles ein bisschen einheitlich aussehen, ne? Tut's gerade gar nicht. So, genau. Es wird schon wieder dunkel. Ja, mal gucken, da, das. Ah. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie wir das umsetzen können. Brücken sind immer schwierig. So, nochmal eben hier nach Glas gucken. Ja. Ach, ich glaube, ich will die doch 5 breit machen. Wir werden das irgendwie hier so rein integrieren. Mal da. Das war falsch. So. So finde ich das erstmal okay. Und hier an der Seite machen wir dann diese Dinger da einfach tatsächlich hin. Ja. Ja, das müsste natürlich eins höher hier. So. das ist echt schwierig jetzt, ne? Also das jetzt hier hinzubekommen. Vielleicht kann man da auch einfach das Ganze auf diese Art machen. Aber am besten so, dass es irgendwie passt. Ja, das ist ja schon beinahe perfekt hier. Also das wäre jetzt eine Möglichkeit, hier das abzugrenzen. Aber es sieht irgendwie doof aus, ne? Ah Mann, also Brücken sind wirklich nicht mein Ding. Da habe ich immer so meine Probleme mit. So, jetzt müssten wir ja auch wieder eins höher, ne? Mit den Stufen hier. Ich will also so hoch, dass die Kühe dann am Ende nicht mehr wirklich gestört werden. Also, dass die unterdurchlaufen können, ne? So. Wie hoch sind wir jetzt hier? Sind wir schon bei 2? 2, ja.
Ich glaube, ich würde noch eins höher gehen. Das ist mir noch ein bisschen zu niedrig. Also einen noch. So. Ich glaube, dann haben wir auch eine wirklich gute Höhe. Das hier ist jetzt ein voller Block, ne? Ja. Das ist wunderbar. Und dann gehen wir einfach mit der Brücke. Gehen wir so rum, würde ich sagen. Mal gucken, vielleicht können wir die Brücke auch ein bisschen woanders noch lang führen, dass wir den Weg da haben, der irgendwie da hinten abbiegt, und vielleicht die Brücke haben, die irgendwie vielleicht in die Richtung abbiegt oder darüber geht oder so. Da müssen wir mal schauen. Mal gucken, das muss ja nicht sofort jetzt fertig werden. So, die Seiten, ja, da müssen wir uns jetzt irgendwas ausdenken hier mit den Seiten. Weil da muss ja auf jeden Fall zugemacht werden. Nee. Nee, also da fehlt mir auch gerade wirklich die Idee, ne? Wie man das hier regeln kann. Jetzt hier oben drauf ist das dann wiederum kein Problem, weil da kann man dann ja Zaun oder irgendwas hinmachen, ne? Also das ginge dann. Man könnte natürlich auch die Brücke im Gehege erst ansetzen. Das geht auch. Aber wir probieren das mal. So, wir nehmen mal hier das Holz raus. Das brauchen wir nämlich da überhaupt nicht. Und wir können das gerade gut gebrauchen. So. Okay, und dann wäre das ja eben diese Höhe bis da. So, jetzt sind das noch zwei. Und noch einmal und dann sind wir wieder auf der gleichen Höhe. Okay. Also das wäre jetzt eben, ne, eine Maßnahme, das so zu machen. Und hier könnte man einfach mit der Gehegeumrandung weitergehen. Also hier lang. Ist das da? Ja. So. Und hier machen wir mit Glas zu. So, und auf der anderen Seite machen wir dann genau das Gleiche. Nur da haben wir dann den Fluss noch im Weg, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Und dann würde ich einfach, ja, einfach mit Holz das Ganze weitermachen außen. Ja. Da bin ich, glaube ich, ein zu niedrig, ne? Ja. Okay. Da haben wir. Jetzt muss ich nur gucken, wie weit bis hierher. Ja, das geht doch. Ah, das war ja doch richtig. Und einen noch. Gut.
So, also das haben wir fertig. Hier würde ich natürlich die Umrandung dann nicht nach draußen holen, also dass wir dann da hier ein Überlappen haben, weil ich glaube, das würde an der Brücke ganz schön stören. So, dann haben wir das Stückchen hier auch fertig. Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz okay so. So kann man es lassen. Das da. Ah, es ist natürlich schon ein bisschen doof wegen dem Überhang. Weil am Ende sehe das natürlich viel besser aus. Aber hier würden wir dann Probleme bekommen. Oder wir überdachen die Brücke. Auch das wäre eine Möglichkeit. Oh je, oh je. Ja, also überdachen wäre eine Möglichkeit. Probieren wir aus. So, das müsste natürlich hier dann höher werden, ne? Also immer eins höher, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, wie hoch sollen wir die überdachen? Vier oder dann doch nur drei? Vier oder nur drei? Unten haben wir vier, ne? Das fände ich für die Brücke fast ein bisschen viel. Ich glaube, da fände ich drei schöner. Aber vielleicht sieht es am Ende doch besser aus, wenn es alles gleich ist, wenn es eben auch vier hoch ist. Also das. Wir müssen schon wieder schlafen. Ja. Ah, au. Warte, das Bett habe ich doch eingesammelt. Genau, kann ich mir das mal hier hinstellen. So. Ach, Brücken. Also Brücken ist auch so ein Ding. Oh. Ja, sehr schön. Passt irgendwie überhaupt nicht. Das ist jetzt irgendwie auch doof, wenn das so gar nicht hinhaut. Aber ich fände schon gut mit der Überdachung. Also es würde mir schon gut gefallen. Jetzt ist nur die Frage, wie setzen wir das Ganze um? Und wie hoch kommen wir am Ende? Wir könnten hier natürlich dann jetzt doppelt machen, dass wir quasi das Ganze so auf die Art machen. Dann könnte man das außen eher am Glas ansetzen. So, jetzt mal eben so. So meinte ich das. Und dann sind wir hier oben. Ne, und gehen dann noch eins höher und dann wäre das perfekt quasi. Es sieht gar nicht so doof aus. Ich muss da mal eben hoch. Das kann man ja schon noch ein bisschen anpassen hier, ne? Genau, also da müsste es natürlich auch außen sein, das ist ja klar, weil das geht ja auch noch darüber. Hier brauchen wir noch den Überhang, damit es eben in die Richtung ganz normal weitergehen kann. Und dann hätten wir hier diese Stufen. Jetzt habe ich gar keine mehr, ne? Das wäre dann eben hier offen. Hier wäre das wieder passend. Da wäre es offen und hier wäre es wieder passend mit den Stufen. Okay, habe ich eine Werkbank? Ja, ich habe eine Werkbank. Sehr schön. Machen wir uns mal eben ein paar Stufen. Ich möchte das gerne noch fertig sehen hier.
Gut, das könnte man natürlich jetzt so abdecken. Wäre dann halt so, wenn das ein bisschen anders ist, ist das, glaube ich, auch gar nicht so extrem schlimm. Und ich das nicht. Und hier dann auch so zu machen. Ja, und dann wären wir auf der richtigen Höhe und könnten dann das Ganze überdachen. Also dieses Geknatter bei den Höhlen, ne, das ist schon krass. Also so wäre es eine Möglichkeit. Gut, aber ach, ich bin mir nicht so ganz sicher. Naja, okay. Ich würde sagen, wir difteln da am nächsten Part weiter dran rum. Im nächsten Part werden wir dann auch, denke ich, die Paten sagen, wer es geworden ist. Und genau, dann gucken wir mal, ob wir noch ein bisschen Zeit haben für die Brücke, um das hier irgendwie hinzubekommen. Also wenn ihr da Ideen habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare und dann bekommen wir das ja schon irgendwie schön geregelt. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Also bis denn. Ciao, ciao.